Die Idee einer 2000-Watt-Gesellschaft ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch verbraucht im Durchschnitt 17.500 Kilowattstunden pro Jahr. Das ergibt eine kontinuierliche Leistung von 2000 Watt. Der Durchschnittsschweizer verbraucht allerdings einiges mehr, nämlich fast 6000 Watt. Verglichen mit Entwicklungsländern, die bei 500 Watt stehen, ist das zu viel. Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich hat darum das Projekt Novatlantis gestartet, mit der Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft. Basel-Stadt ist die Pilotregion dafür. Die Schwerpunkte der 2000-Watt-Gesellschaft in der Region Basel sind Mobilität und Bauen. So werden bei Neubauten Privathäuser und Gewerbebauten finanziell unterstützt und gefördert, die wenig Energie verbrauchen und dem Minergie-P-Label entsprechen. Minergie-P ist der schweizerische Qualitätsstandard für sogenannte Passivhäuser, die sehr wenig Energie benötigen. Auch im Bereich Mobilität wagt Basel-Stadt einiges. Sei es mit dem Treibstoff Erdgas, den Basler Umwelttaxis oder den sogenannten Clean Engine Vehicles. Diese Autos haben einzigartige Katalysatoren. Damit produzieren sie nur rund die Hälfte der Stickoxide herkömmlicher Erdgasautos ohne Katalysator. Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft ist nur möglich, wenn alle tatkräftig mitmachen. Als Ende der 90er Jahre die Strompreise gesenkt wurden, führte Basel-Stadt gleichzeitig eine Lenkungsabgabe ein, die die Preissenkung wieder aufhob. So konnte verhindert werden, dass der Energieverbrauch durch billige Strompreise angekurbelt wurde. Die Lenkungsabgabe wird jährlich zurückerstattet. Die Basler haben übrigens 1984 dafür gestimmt, dass auf jede Stromrechnung ein Zuschlag erhoben wird. So stehen dem Kanton heute rund 7 Millionen Euro zur Verfügung, die für energietechnische Maßnahmen eingesetzt werden. Die Regierung hat zudem beschlossen, für 3 Jahre rund 8 Millionen Euro für ein Gesamtsanierungsprogramm bereitzustellen. Wer ein ganzes Haus total saniert, erhält einen besonderen Bonus. Energiecoaches sitzen mit den Bauherren zusammen und beraten fachmännisch, wie man Gebäude am besten energiesparend renovieren kann. Die Regierung setzt das Geld auch für die Förderung von erneuerbaren Energien ein, wie ein Holzkraftwerk oder für das Geothermie-Projekt. Seit Anfangs 2009 hat Basel-Stadt eine komplett ökologische Stromversorgung mit 100% erneuerbarem Strom für alle. So arbeitet Basel-Stadt daran, der Vision einer 2000-Watt-Gesellschaft täglich einen Schritt näher zu kommen.